Gut, also. Block 84, getaktete Logik. Also dieses Bild hier, vielleicht vorweg, weil du jetzt Hilfe gesagt hast, dieses Bild ist nur ein Beispiel. Wir müssten es nicht verstehen. Es ist nur ein Beispiel dafür, dass ich Flipflops und Logik irgendwie beliebig zusammenschalten kann. Das macht nichts Besonderes. Also wir kennen die ganze Gattergeschichte und jetzt kennen wir die Speicherelemente. Insbesondere kennen wir die D-Flipflops, die auf genau einen Zeitpunkt reagieren. Und das bringt uns zu dem wahrscheinlich wichtigsten Konzept von dem, was wir heute machen, nämlich, dass man so getaktete Logik machen kann. Was ist getaktete Logik? Getaktete Logik ist einfach so etwas, wo ich hier Baugruppen habe, die entweder Flipflops sind oder reine Logik ohne Zustandsspeicher. Also ich hätte quasi in diesem Kästchen, wir wissen nicht genau, was drin ist, aber wir wissen, es handelt sich hier nur um Flipflops. Also in dem Fall haben wir hier nur ein Eingangssignal und ein Ausgangssignal, also wird das irgendwie mit dem Takt gespeichert werden. Und der Takt ist für all diese Flipflop-Kästchen der gleiche. Und dann sehen wir haben hier irgendeine Logik, die nimmt Signale von woanders und dieses Eingangssignal und geht wieder in das nächste Flipflop-Kästchen hinein. Und dieses Flipflop-Kästchen wird ebenfalls vom gleichen Takt gesteuert. Das wichtige Konzept hier, die wichtige Idee ist, was passiert, wenn ich hier diese beiden Flipflop-Kästchen mit dem gleichen Takt steuere? Weil, wie gesagt, bei den Flipflops, es geht nicht um einen Zustand, es geht um den Zeitpunkt der Zustandsänderung. Das heißt, diese Flipflops hier sehen diese Taktflanke, diesen Zeitpunkt, genau zum gleichen Zeitpunkt wie hier. Und sagen wir, wir schicken jetzt irgendwie da Wörter hinein und wir machen quasi den Wert A, dann machen wir einen Takt und dann machen wir den Wert B, dann machen wir einen Takt und dann legen wir den Wert C an und machen wir einen Takt. Also wir schauen immer zuerst, dass hier ein Signal anliegt und dann machen wir diese Taktflanke und mit genau dieser Taktflanke wird der Wert von hier nach da übernommen. Das heißt, wir haben vorher hier den Wert A gehabt, dann haben wir die Flanke gehabt, die den Wert B hier übernimmt. Dann war aber gerade eben noch hier A. Und bis die neuen Werte, die auf dem Eingang B basieren, für diesen Logikblock, bis da hinten angekommen sind, da vergeht Zeit. Weil der aber den gleichen Takt bekommt, übernimmt der seinen Eingang zum gleichen Zeitpunkt auf den Ausgang wie der hier. Das heißt, wir haben am Anfang hier A liegen, hier das Ergebnis von A. Jetzt machen wir unseren Takt, hier bekommen wir B hin, zu dem Zeitpunkt haben wir hier aber noch das Ergebnis von A. Das heißt, bei der gleichen Taktflanke nimmt dieses Flipflop diesen Wert und legt den wieder auf den Ausgang. Und wir haben sowas wie eine Eimerkette sozusagen. Nicht? Also die Eimer in der Eimerkette sind sozusagen die Daten und mit jedem Takt quasi nimmt hier das einen Eimer und gibt ihm den nächsten. Und dann ist es aber nicht so, weil ja quasi jeder mit dem Takt den Eimer zum nächsten gibt quasi mit dem Takt der Erste den Eimer zum letzten durch, nicht? Sondern es vergeht quasi so ein bisschen Zeit und bei der Eimerkette versteht man irgendwie von selber, was gemeint ist, wenn man da einen Takt vorgibt und sagt, mit dem Takt bitte den Eimer weiterreichen und da muss man sich halt überlegen, okay, bei der Logik, da vergeht irgendwie ein bisschen Zeit und zu dem Zeitpunkt, wo der den Wert B hier übernimmt der quasi das Ergebnis von A und dass hier gleichzeitig B reinkommt, interessiert den nicht, weil es braucht ein bisschen Zeit, bis sich die Änderungen da durch das Logikfeld durch ausbreiten. Und fast alles, was wir quasi heute an Digitalelektronik haben, in dem Handy und sonst wo, basiert letztendlich auf diesem Funktionsprinzip, dass ich Blöcke habe mit reiner Logik, ohne einen internen Zustandsspeicher, und die verbinde ich durch solche Schichten von D-Flipflops und ich lasse alles nach Möglichkeit mit einem Takt laufen. Und dann kann ich jetzt zum Beispiel, sagen wir, ich habe eine Berechnung, die ich anstellen möchte und dann ich das am Papier mache, dann sage ich, okay, ich nehme die Werte, die ich habe und zuerst zähle ich sie zusammen und dann nehme ich diese Summe und dann multipliziere ich die mit irgendeinem Wert und dann, weiß ich nicht, nehme ich den Sinus davon oder was auch immer. Dann hätte ich jetzt quasi so drei Schaltungen. Eine macht die Addition und die zweite multipliziert mit der Konstante und die dritte nimmt den Sinus von dem Wert. Und jetzt könnte ich die drei einfach hintereinander hängen, ohne Flipflops dazwischen. Dann lege ich auf der einen Seite meine Daten an
dann warte ich, bis sich alles quasi durch ausgebreitet hat und die Berechnung fertig ist. Und einige Zeit später kann ich am anderen Ende mein Ergebnis ablesen. Das ist sehr schön, außer ich möchte diese Berechnung sehr, sehr oft durchführen. Weil jedes Mal, wenn ich auf dem Ende neue Daten hineinstecke, muss ich warten, bis sie am anderen Ende ankommen. Und erst wenn die am anderen Ende da sind, bin ich sicher, dass quasi alles in der Mitte frei ist und ich kann wieder neue Daten hineinschicken. Jetzt kann man sich aber überlegen, okay, ich brauche so und so viele Nanosekunden für die Addition und vielleicht gleich viele Nanosekunden für die Multiplikation und nochmal gleich viele Nanosekunden für den Sinus. Das ist unrealistisch, der Sinus natürlich braucht viel länger, so als Idee. Und dann mache ich die quasi gleichzeitig. Also ich gebe mein erstes Datenwort, stecke ich hinein und lasse die erste Schicht die Addition durchführen. Und nach einiger Zeit ist die fertig und die Ergebnisse liegen auf den Flipflops an, die da sind. Dann mache ich meinen Clock. Mit dem Clock schicke ich den nächsten Daten hier rein, der übernimmt die und in der nächsten Zeitschlitz, in der nächsten Periode meiner Clock, mache ich im Addierer bereits den Datensatz 2 und der Multiplizierer macht jetzt den Datensatz 1. Im nächsten Zeitschritt ist der Datensatz 1 bereits im Sinus angelangt, der Datensatz 2 ist im Multiplizierer und ein neuer Datensatz 3 ist im Addierer. Damit, dass ich quasi meine Logikfunktion, die sehr lang sein kann, nehme und in Bereiche teile, in Slices sozusagen, auch die hintereinander abarbeite, kann ich den Durchsatz von meinem System extrem erhöhen. Und diesen Mechanismus, dass man Dinge hintereinander anhängt, das nennt man Pipelining. Also das kennt man vielleicht von den CPUs, dass dann irgendwie Intel sagt, unsere neue CPU ist so super, die hat eine 40-stufige Pipeline. Und damit meinen die eben, dass sie eine ganz einfache Operation auf 40 Zeitschritte aufgeteilt haben, damit sie die halt mit möglichst schnellem Takt machen können. Und hat natürlich auch seine Nachteile, weil wenn die Pipeline 40 Schritte lang ist, heißt das, ich schicke auf der einen Seite einen Wert rein, erst 40 Takte später kommt hinten was raus. Wenn ich eine Berechnung habe, wo der Schritt 2 quasi auf dem ersten aufbaut und der Schritt 3 auf dem zweiten, dann muss ich quasi das erste Ding anlegen und dann muss ich jetzt aber noch 39 Zyklen warten, bis er fertig ist, damit ich meine zweite Berechnung machen kann, weil der erste Schritt eben erst nach 40 Zyklen fertig ist. Das heißt, eine lange... Ja, genau, die Responsivity, die geht ein. Das heißt, das ist eigentlich absurd, wenn ein CPU-Hersteller damit prahlt, wie lang seine Pipeline ist, weil natürlich, wenn ich eine 40-stufige Pipeline baue, dann bin ich auch stolz und prahle damit, weil es ist verdammt schwierig, die Komplexität noch im Überblick zu halten bei einer 40-stufigen Pipeline. Aber es ist nicht unbedingt ein Benefit für den User. Es ist ein Mittel zum Zweck, damit ich Taktraten hochschrauben kann und so. Aber als Anwender möchte ich natürlich eine möglichst hohe Taktrate haben und eine möglichst kurze Pipeline, weil dann kann jeder Befehl auf den vorgehenden aufbauen und es gibt keine Notwendigkeit, dass man Sachen findet, die man gleichzeitig machen kann, ohne dass sie unmittelbar voneinander abhängen. Aber von dort, das ist der Begriff Pipeline bei CPUs, der sagt einfach nur, dass es da ist. Und dann kann man natürlich hergehen und kompliziertere Sachen machen, wie hier, dass ich nicht nur einfach Slices hintereinander habe und eine Pipeline-Stufe nach der nächsten, sondern dass ich irgendwelche Rückkopplungspfade habe. Dass ich sage, okay, nach dem ersten Takt sind meine Daten in den Logikblock, im zweiten Takt wird da was parallel gemacht und dann wird das hier noch einmal am einen Takt verzögert, das heißt, kommt dann hier irgendwie komisch versetzt an. Also keine Ahnung, das ist vielleicht eine Art Vierfilter, da bräuchte man sowas zum Beispiel, dass man Sachen in der Zeit verzögert. Und am Schluss wird dann hier noch was rückgekoppelt, das heißt, wir sehen quasi in dem Logikblock, sehen wir immer die aktuelle Eingabe und die vorhergehende Ausgabe, weil die kriegen wir hier rückgeleitet. Nicht? Und sowas würde ich zum Beispiel bauen, wenn ich was machen möchte, was Zahlen aufaddiert. Und ich habe quasi am Ausgang ist immer die Summe, am Eingang ist der nächste Summand, den ich mitaddieren möchte. Und dann nehme ich quasi immer den letzten Ausgang, das hier, und diesen Wert, zähle die zusammen und das ist der neue Wert. Und dann kann ich quasi mit jeder Taktflanke kann ich einen neuen Wert zu meiner Summe dazuzählen. Und so kommt dann eben so die Notwendigkeit zustande, dass ich so einen Rückkopplungspfad habe. Und in dem Fall hätten wir hier quasi was, das ist dann noch länger zurückgekoppelt. Also hier kriege ich etwas rein, was irgendwie eine Weiterverarbeitung ist von dem, was diese Einheit vor 2 Taktzyklen geliefert hat und so weiter.
Und sehr oft, wenn man kompliziertere Digitalelektronik-Schaltungen sich anhaut, sieht man solche Datenflussdiagramme. Dass man einfach sagt, okay, die Daten gehen von der Einheit in die Einheit und die Einheit. Und meistens ist das dann 1:1 so in Logik abgebildet, nur dass es an entsprechenden Stellen dann eben noch diese Flip-Flop-Stufen gehen, weil die Daten eben nicht quasi instantan durch den ganzen Pfad durchfallen, sondern unterteilt das in diskrete Zeitschritte, damit man dann quasi diese ganzen Einheiten parallel ausnutzen kann und viele Berechnungen pro Zeiteinheit ausführen. Also das ist die Grundidee von dieser getakteten Logik. Ja? Es gibt ja so einen mathematischen Prozessor, ich weiß nicht, wie der heißt, im Computer, der rennt extra zu der CPU. Die Floating Point Unit, FPU. Ja, die ALU ist ein Teil der CPU. Und die FPU ist inzwischen auch ein Teil der CPU. Aber beim bei PC hast du beim 286er und beim 386er einen extra Chip gehabt. Und beim 486er war es dann quasi der SX hat doch den extra Chip gehabt und der 486DX hat eine eingebaute Floating Point Einheit gehabt. Und seitdem haben sie alle eingebaut. Also inzwischen ist das quasi auf dem gleichen Chip drauf. Und da hat dann eine längere Pipeline, oder? Dieser zweite Chip, weil der macht ja komplexere Operationen. Nicht zwangsläufig. Also heutzutage verschwimmt das eh schon alles. Aber traditionell war der einfach für Fließkomma-Berechnungen da, während die eigentliche CPU nur Integer-Berechnungen durchführen kann. Das heißt nicht zwangsläufig, dass er eine längere Pipeline braucht. Und gerade der Coprozessor vom 286er war auch noch über so ein bit-serielles Interface angebunden. Also der war ziemlich langsam, aber immer noch viel, viel schneller, als wenn ich eine Software schreibe, die das Gleiche emuliert quasi. Und heute verschwimmt das sowieso alles, weil heute würdest du das irgendwie nach Möglichkeit in irgendwelche SSE-Vector-Instructions hineinpacken, die dann letztendlich auf der gleichen ALU laufen, auf dem auch die anderen Operationen laufen. Also das war mehr so eine Unterteilung, dass man damals gesagt hat, wenn ich einen Chip mache und der hat Floating Point, dann wird durch das Floating Point die Chipfläche praktisch doppelt so groß. Und jetzt gibt es aber einen Markt, nur einen geringen Prozentsatz von Leuten, die wirklich Floating Point brauchen. Weil wenn ich da irgendwie, weiß ich nicht, mein Buchhaltungssystem mache, da habe ich keine einzige Floating Point Berechnung. Das heißt, die Hälfte von dem Markt würde ich quasi mit 50% Chipfläche versorgen, die der eh nie verwendet. Also teilen wir das. Später sind dann die Prozessoren immer leistungsstärker geworden und haben von selber immer mehr Chipfläche gehabt. Gleichzeitig sind Floating-Point-Berechnungen jetzt in der Praxis viel, viel bedeutsamer als das Ende der 80er der Fall war auf einem PC. Das heißt, heute hast du eigentlich in jeder CPU irgendwelche Fließkomma-Einheiten drin. So, also, nachdem wir jetzt einen kurzen Crashkurs genossen haben, wie solche digitalen Systeme ausschauen, diese getakteten digitalen Systeme, was ja eigentlich der Großteil von allen digitalen Schaltungen sind, die wir so kennen, dass die irgendwie getaktet sind, haben wir hier eine Übung, nämlich das hier soll ein 4-Bit-Aufwärtszähler sein. Also irgendwann sind vielleicht alle Ausgänge 0 und dann kommt eine Taktflanke und dann steht dort quasi 1, also 0, 0, 0, 1 und dann kommt die nächste und dann steht 2 und dann kommt die nächste und steht 3. Also er zählt quasi binär hoch. Und wir sollen jetzt rausfinden, wie die Schaltung das macht, dass die da binär hoch zählt. Die zählt binär hoch. Vielleicht schreiben wir das einfach mal hier auf. Das ist ja schon eine große Hilfe. Ich habe ja schon gesagt, die Schaltung zählt binär hoch. Also ich hätte auch einfach nur schreiben können, was macht diese Schaltung. Achso, das heißt, es gibt dann Übertrag. Und wir haben quasi Bit 4, Bit 3, Bit 2 und Bit 1. So, und ich sage jetzt mal, irgendwann hat diese Schaltung den Zustand 0, 0, 0, 0.
Oft haben die Schaltungen irgendeinen Reset-Mechanismus, mit dem man quasi einen definierten Zustand herbeiführen kann. In der Schaltung gibt es den nicht. Also wir können quasi einfach die Schaltung so lange laufen lassen, bis sie irgendwann mal bei 000 vorbeikommt. Aber wenn sie tatsächlich ein Aufwärtszähler ist, muss das ja früher oder später passieren. Was ist der nächste Wert, den wir bekommen sollten? 01. Jawohl. So, also dann weiter. 01. Jawohl. 01. Und einen machen wir noch. Das ist 4. 0, 1, 2, 3, 4. Oh ja. Also kannst du natürlich auch sagen 1, 2, 4, aber wir haben bei 0 angefangen zu zählen. Okay, also wir überlegen uns quasi aufgrund von dem, was wir da sehen, eine Regelmäßigkeit. Ich schreibe vielleicht noch eine Zeile hin. So. Welche Regelmäßigkeit würden wir denn erkennen für das Bit 1? Immer abwechselnd. Genau, es wechselt sich immer ab. Und ich glaube, das können wir auch hier sehr schön in der Schaltung erkennen. Wir nehmen den Wert von Bit 1 und schicken den durch einen Inverter. Und das ist der nächste Eingang. Also das Bit 1, das ist, glaube ich, ziemlich offensichtlich, wie das zustande kommt, dass sich das einfach mit jedem Takt den Zustand ändert. So, wann ändert sich denn der Wert von Bit 2? Ja, aber wir wissen nicht, wie viele Male wir das schon haben. Wir können quasi nur den letzten Zustand anschauen. Immer wenn eine 1 reinkommt, ändert sich der Wert. Genau, also eben wenn das Bit 1 auf 1 ist, muss sich das Bit 2 ändern. Weil das ist nur was anderes von dem, was du gerade gesagt hast. Du sagst das jedes zweite Mal und wir wissen einfach, dass das Bit 1 wechselt den Zustand immer. Das heißt, jedes zweite Mal wird das Bit 1 auf dem Wert 1 sein. Das heißt, wenn wir beim Bit 2 sagen, ändere den Zustand, wenn das Bit 1 gerade auf 1 ist, dann erreichen wir genau das Ziel. Jede zweite Periode ändert sich das. Gut. Und das erreichen wir, was ist das für ein Gatter? Ein X-Oder, genau. Und ein X-Oder, das kann man sehr nett verwenden, um als so eine Art steuerbarer Inverter. Also wenn man sich die Wahrheitstabelle vom X-Oder hernimmt, und ich scroll einmal schnell rauf, bis wir sie finden. So, sag mal, sehr kommutativ, aber sag mal, der Eingang A ist unser Steuereingang. Und solange ich jetzt den Eingang A auf 0 habe, kommt einfach B auf Y raus. 0, 0 ist 0, 0, 1 ist 1. Wenn ich aber jetzt den Eingang A auf 1 lege, dann invertiere ich den Eingang B. Also ich kann quasi das X oder mir auch immer vorstellen als ein steuerbarer Inverter. Und ich kann quasi über dieses eine, über den einen Eingang kriege ich die Daten rein und über die anderen kriege ich die Information, soll ich invertieren oder soll der Wert gleich bleiben. Und genau das machen wir. Wir nehmen uns den alten Wert von Bit 1 und der ist quasi unser Steuereingang. Der sagt, sollen wir invertieren oder sollen wir nicht invertieren. Und dann nehmen wir den alten Wert von Bit 2, der kommt im anderen Eingang von Bit 2 rein und damit haben wir genau unser Verhalten, dass immer dann, wenn das Bit 1 1 ist, sich im folgenden, mit dem folgenden Taktflanke der Wert von Bit 2 ändert. So. Wann ändert sich der Wert von Bit 3? Da braucht man jetzt ein bisschen Fantasie, weil es kommt hier nur einmal vor, dass er sich ändert. Aber es ändert sich ja nach 4 Mal. Ja. Ja.
Genau, wenn, also das Bit 3 ändert sich genau dann, wenn die Bits 2 und 1 beide auf 1 sind. Und das ist jedes vierte Mal so. Das heißt, wir machen einfach hier eine UND-Verknüpfung zwischen dem Bit 1 und dem Bit 2 und verwenden die UND-Verknüpfung, um als Steuereingang in dieses XOR zu gehen. Und jetzt braucht man nur auf die Schaltung schauen, wann ändert sich denn das Bit 4? Genau, wenn die ersten drei, also ich unde einfach immer alle Bits drunter zusammen und wenn die alle auf 1 sind, dann heißt das, dass dieses Bit sich in diesem nächsten Taktzyklus ändern muss. Und das mache ich, indem ich einfach diesen Block hier nehme und kopiere und wieder kopiere und wieder kopiere. Damit habe ich hier diese lange Kaskade von uns und habe quasi automatisch ein Signal, wo ich quasi nur Bit 1 habe, das habe ich eh, und ein Signal, wo ich Bit 1 und Bit 2 habe, eins, wo ich hier, eins, wo ich Bit 1 und Bit 2 und Bit 3 habe, und dann könnte man da unten fortsetzen und ohne Probleme, nur indem man quasi diesen Block hier copy und pastet, kann man einen beliebig großen Aufwärtszähler bauen. Gut. Ja. Also, wenn ich das quasi mit einem 1000-Bit-Zähler machen möchte, dann wird er natürlich immer langsamer werden, weil eben gerade Aufwärtszähler kann man anders ganz, ganz schnell machen mit Look-Ahead-Logik und so, weil ja völlig, also beim Aufwärtszähler ist ja völlig absehbar, welchen Zustand der in einem und in zwei und in drei Taktschritten haben wird, also kann man sich da relativ leicht helfen. Gut, da gibt es noch eine Übung, die könnte man gemeinsam machen in der Experimentiergruppe oder wenn sich jemand damit auseinandersetzen möchte. Erstellen Sie eine Schaltung mit einem internen 4-Bit-Speicher, die in Abhängigkeit von einem Moduseingang in jedem Takt entweder den Wert vom 4-Bit-Eingang übernimmt oder den Wert vom 4-Bit-Eingang zum internen Wert dazu zählt. Das heißt, wir machen einen Blockschalter. Wir haben einen Eingang A und das ist eben jetzt nicht eine Signalleitung, sondern das ist wirklich ein Bus, der ist 4 Bit breit und wir haben irgendwo Flipflops, B, Q, einen Takteingang und wir haben eine Steuerleitung, die sagt entweder nimm den Wert, der da hineinkommt, so das ist unsere Steuerleitung, oder nimm den Wert, der reinkommt und addiere ihm zum alten Wert dazu. Also das wäre jetzt quasi eine Schaltung, mit der könnte man zum Beispiel zählen, mit der 1 rein tun und dann sagt man immer addier dazu, addier dazu, addier dazu, dann hat das gleiche Verhalten wie die Schaltung, die wir uns gerade angeschaut haben. Oder man kann hier andere Werte reinstecken, kann sagen addier 1 dazu, jetzt mach einen 2er Schritt, jetzt mach wieder einen 1er Schritt, schickt man 0 rein, dann soll er am gleichen Wert stehen bleiben. Und eben den Select-Eingang kann man auch zurücksetzen, was man eben da nicht konnte. Wir haben da keine Möglichkeit gehabt zu sagen, und jetzt muss 0 sein. Aber das kann ich hier machen. Ich kann sagen, jetzt übernimm einfach den Wert und wirf das weg, was du intern gespeichert hast. Also das Blockschaltbild hätten wir, bleibt quasi nur die einzelnen Komponenten zu basteln. Aber das Flipflop ist noch nicht basteln. Ja? Ja, wir könnten sogar das Flipflop basteln. Wir wissen, wie man einen Flipflop aus Ledgers macht, wir wissen, wie man Ledgers aus Muxes macht. Aus Muxes, ja. Genau. Nicht das Gatter. Nicht das Gatter, das kommt doch nicht. Weil in der Realität macht man es nicht so. Genau. Also in der Realität hat ein S-Rand zwischen 6 und 12 Transistoren und das geht sich nicht aus, wenn du es mit Gatter machst. Okay. Noch Fragen für heute? Aber die
den Adder würdest du schon bauen dann mit Katan? Den Adder, den müsste man aus Katan bauen. Also offensichtlich ist der Adder der komplizierteste Teil. Und das schadet nicht, dass einmal. Naja, auf eine Art haben wir das schon gemacht, also mit Counter. Ja, da haben wir Half-Adder gehabt. Quasi. Fast. Ja, und die restliche Logik hat sehr viel mit einem Adder zu tun. Aber man kann das auf viele verschiedene Arten machen. Also man kann hergehen und zum Beispiel einfach eine Wahrheitstabelle machen für alle möglichen Eingänge vom Adder und dann sich überlegen, wie kann ich diese Wahrheitstabelle implementieren. Oder man kann sich überlegen, wie könnte man sonst addieren. Oder man kann auf Wikipedia nachschlagen unter dem Stichwort Half-Adder und Full-Adder. Und dann weiß man es auch, wie es geht. Aber Hint, das Ding ist im Prinzip ein Adder, dein Ding. Weil es im Prinzip das weiter reicht und so weiter aufschaut. Das ist ein Counter, das ist kein Adder. Ja, aber er hat durch die Half-Adder und durch die Und-Gatter im Prinzip schon diese Carry-Logik offen. Ja, aber es ist immer noch kein Adder, weil für einen Adder bräuchtest du Full-Adder und Full-Adder haben wir hier nicht. Aber es ist nahe genug dran und das ist einfach ein Beispiel, über das man irgendwie nachdenken kann und schauen kann, wie weit kommt man, wenn man selber probiert. Genau, der Full-Adder hat 3 Eingänge und 2 Ausgänge. Kann quasi 3 1-Bit-Zahlen addieren und eine 2-Bit-Zahl liefern. Der Adder ist im Prinzip bloß ein Exklusivcoder. Weil wenn 2 Einsen reinkommen, gibt es einen Übertrag und es wird wieder 0. Genau, wenn 2 Nullen reinkommen, gibt es auch 0. Und wenn es unterschiedlich ist, gibt es 1. Das ist also genau Exklusivcoder. Und dann musst du dir noch überlegen, wie du den Übertrag machst. Und das ist im Prinzip nichts anderes als ein Und-Gatter. Weil wenn beide 1 sind, wird es ein Übertrag. Gut. Sonst noch Fragen für heute? So, ihr wisst jetzt also wirklich alles Wesentliche über digitale Elektronik. Der Trick ist natürlich im Detail, nicht? Das ist so, wenn ich jetzt gesagt habe, da ist das Ende von dem Pinsel mit dem Farbe aufträgt, dann wisst ihr alles über Malerei, aber es ist. aber es sind die wichtigen Bauteile alle drinnen. Wenn man die wichtigen Dinge bei der Algebra lernt, dann ist auch noch ein. Ja, genau. Nicht umsonst gibt es also die Basic-Operationen in der Grundschule ein paar Jahre lang. Genau. Also Fermat hat auch schon alles über Mathematik gewusst, was er wissen soll, weil der ganze Rest sind Sachen, die kann man sich selber zusammenreimen. Okay. Wir haben ein Alphabet gesagt, wir wissen jetzt, wie man Lyrik macht, genau. So wie die Exercises. Genau. Gut, dann machen wir Schluss für heute.